Kann man gar nicht im Spiel machen. Perfekt. Auf jeden Fall, willkommen zum heutigen Adventskalender-Türchen zu Rayman M oder Rayman Arena in den USA. Ein Spiel für die PS2, was später dann nochmal mit Rayman Rush ein D-Make für die PS1 bekommen hat. Aber ich spiele die PS2-Version, die deutlich bessere, weil die hat, naja, mehr oder weniger doppelt so viel Umfang. Wir zeigen einfach mal beiden Umfang in jeweils einer kleinen Runde. Und dann, ja, haben wir dieses Spiel auch mal auf dem Kanal gebracht. Ja, neues Spiel, ne? Erstell. Hängt ein guter Name, ne? Und denk mal, der Einzelspieler halt, klar, ne? Mit M kann man auch mehr, kann man im Rush kaufen, auch mehr Spieler spielen, Rush. Oder einfach gewascht. Ja, es gibt einige Charaktere: Rayman, Klingenbart, Globox, Henchman 800 und Kleining oder noch drei weitere Charaktere. Ich glaube, keine Ahnung, Leidi glaub, Fee. Glaube ich dabei, oder? Ach, keine Ahnung. Nehmen wir mal den einzig wahren Globox. Man hat mal schon Gelegenheit, mit Globox zu spielen, und so viel heißen Rayman. Revenge of the Hoodlums so. Und ja, in Rayman M gibt es zwei, also gibt ganz viele verschiedene Ligen so in verschiedenen Arten, aber prinzipiell gibt es. Guck mal, hier ist es ein bisschen anders. Prinzipiell gibt es zwei Moden, den Rennmodus und den Arenenmodus. Mit jeweils verschiedenen Aufgaben, da Rennen populieren und so weiter. Und der Rayman Rush gibt es nur die Rennen. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Und ja. Training machen wir jetzt mal nicht. Prinzipiell geht es darum, ich sehe gerade erst, muss man nur Erster werden, weil es gibt dann verschiedene Modi. Und ich denke mal jetzt hier bei dem normalen Modi, bei den Rennen, muss man glaube ich einfach nur Erster werden. Dann gibt es halt irgendwie noch einen Lump-Sammel-Modus, glaube ich, und dann noch irgendwie einen dritten Modus. Also ansonsten sind alle Charaktere wirklich das gleiche. Alle können irgendwie schießen. Rayman mit seinen Feuerzen, die anderen halt mit irgendwie was passendes. Globox halt mit Magiekugeln, ne? Und das ist halt cool, ist halt einfach so Sonic-mäßig. Gibt es halt immer unterschiedliche Wege, die man gehen kann. Und ja, mal schneller, mal kürzer so. So, eventuell so den effizienten Weg. Hat mir die Rutsche schon ganz gut. Was habt ihr gespielt als Kind? Recht gerne gespielt. Mann. Ich muss dann nochmal die A-Taste drücken. Komm auch. Nee. Das ist gut, dass wir direkt letzter sind, ne? Hier in der Anfängerliga schon. Aber muss er dann einfach nochmal zweimal drücken, um halt Helikopter zu machen und dann noch ein drittes Mal drücken, um dann den Helikopter wieder fallen zu lassen. Das verstehe ich. Oh ja, da wurde noch so ein bisschen draufgeballert. So, machen wir wieder die Rutsche. Ba, ba, ba. Ich weiß nicht, was der Schalter da macht. Man kann doch irgendwie hoch so. Ich glaube einfach das hier tauschen, ne, um den Gegner so ein bisschen zu verwirren. Da, da. Final Lap und wir sind Erster, das ist schon mal gut. Okay, dann kann man halt immer weiterspielen, immer mehr Ligen freischalten, je mehr Aufgaben man halt schafft. Eigentlich ganz witzig, aber irgendwie ist das Spiel auch ein bisschen einschüchtern und dann teilweise auch ein bisschen schwierig so. Man also muss auch so ein bisschen gut sein so und ich bin nicht gut. Oh, der Hochspringen ist doof. Soll es doch glaube ich auch sein, so. Und gestorben. Aber hey, wir haben gewonnen. Mehr kann man nicht von uns verlangen. Und im Trainingsmodus spielt man halt alleine, ne? Oh nein, Klingenbart.
Wer ist wohl Erster? Ah, Globox. Hi, Blackie. Ja, ein Baby. Ne, lass mal. Wir speichern nicht. Blackie, wir speichern nicht. Genau, das haben wir halt irgendwie. Aber wir haben. Guck mal hier, was haben wir hier? Beende das Rennen, bevor der Timer die Null erreicht. Du bekommst Existenz für das Abschießen der Schmetterlinge. Ah, okay. Also, das ist quasi so. Quasi Zeitrennen, so. Ist das doch noch alleine, vielleicht? Kann ich mir gut vorstellen. Und genau, und hier halt. Lumps sammeln und Erster sein. So ein bisschen CNK-Chips-mäßig. Ah, gehen wir mal hier rüber in die Arena. Gibt's einmal, sammle so viele Lumps wie du kannst. Friere die Gegner mit Eiskugeln ein. Mit L2. Ah, mit L2 oder Erster kann man fixieren. Dann gibt's halt Lumpen. Nimm die Waffen und schieß damit. Gieße. Damit auf die Gegner. Jedes Mal, wenn du einen Gegner. Wenn du einen Gegner auf Trefferpunkte geschossen hast, erhältst du einen Lump. Blackie, benimm dich bitte. Blackie. Na komm. Okay, muss Gegner abballern und hier. Nimm die Lightfly und erhalte sie so lange. Okay. Okay. Wir müssen jetzt Lumps sammeln. Blackie, benimm dich, ne? Du hast doch gerne auf dem Schreibtisch. Ja, benimm dich, ne? Platz und so, ne? Blickfeld. Ein Baby. Also wirklich einfach, nur so ein einfaches Einsammeln. Also einfach, ne? Also. Blackie, bitte. Hier drin. Und wieder, ich hab das wirklich recht das Spiel als Kind damals gespielt. Mann, Greyman, hast du dich. Ja gut, ne? So schnell kann das enden, liebe Leute. Ah, ich hoffe, es hat das Türchen gefallen und ja. Bis morgen. Speichern wir nochmal ab.